Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gorki 17. Wir hatten uns zuletzt die Schrotflinte besorgt, in dem Ovitch da hinten eingestürzt ist und ich sehe gerade, er wurde ja oft getroffen. Ja, so heilen wir uns. Und so können wir auch andere heilen. Also ich könnte jetzt auch mit Ovitch hier eine Bandage nehmen und dann Pontine hier unten anwählen oder halt den Cole. Und dann könnten wir auch diese Leute heilen. Gut. Wir gucken hier nochmal auf die Leichen. Zwei männliche Leichen offensichtlich durch eine Art Gift getötet. Wir gehen mal hier runter. Und da blinkt doch auch schon eine Notiz. Hier ist der erste, BT6213. Die nehmen wir mal an uns. Und gehen mal zu der verdächtig blinkenden Kiste, die da steht. Und... es laggt, juhu. Ja, wir nehmen alles. Und jetzt können wir das Zeug auch noch aufteilen. Wir hätten auch primär jeden Einzelnen... Also, rede ich denn hier schon wieder? Wir hätten auch jeden Einzelnen an die Kiste gehen lassen können und das dann halt aufteilen können. Aber es kann... wir können das auch so machen, dass einer das verteilt an die anderen. Deswegen war auch diese Markieroption. Wir hätten markieren können, was wir nehmen möchten und das hätten wir dann genommen. Aber nichtsdestotrotz... ach ja, mit Leertaste können wir... das Menü hier unten wegmachen, was ich auch tun werde. Wir gehen einfach mal weiter, öffnen diese Tür hier und gehen hier mal rein. Was erwartet uns denn hier? Ja, wir sehen schon, da sind Handschuhe. Gummibeschichtete Handschuhe. Die nehmen wir doch einfach mal. Hier ist ein Pin-Up-Bild. Ja, und ein Ofen. Ansonsten ist hier nichts. Denn alles, was wir irgendwie, mit dem wir... alles, was wir einsammeln können, blinkt. Und alles, mit dem wir interagieren können, hat dieses Ding da. Wie ihr seht, diesen Rahmen, der so blinkt. Also es ist schon offensichtlich in diesem Spiel, wenn wir mit irgendwas interagieren können. Oh, und es folgt ein neuer Kampf. Das ist eine Falle. Immer mit der Ruhe, Trantin. Es muss einen Weg geben, wie wir hier rauskommen. Na klar, nichts ist einfacher als das. Mein Plan ist simpel. Wir bleiben hier und nieten sie alle um. Das hat bisher doch auch geklappt. Du bringst uns doch alle ins Grab, Ovitch. Ja, das sind doch, diese Dialoge sind wirklich herrlich in diesem Spiel. Ich mache wieder mit Tab dieses Raster hier an. Damit lässt sich das einfach alles besser machen. Und natürlich, das Menü müssen wir wieder anmachen. Und ich zeige euch jetzt gleich die ersten Kampfstrategien, die ihr einsetzen könnt. Dieses Vieh hier hinten, dieses Garcia, ist sehr, sehr anfällig gegen Feuer. Und wir haben ja einen Flammenwerfer. Mittlere Panzerung, das ist auch wichtig. Gut, Cole kann nicht mehr weg, also wird er in der nächsten Runde auf jeden Fall getroffen werden von der Attacke dieses Viehs. So, schauen wir mal weiter. Den machen die beiden zusammen platt. Na, 5. Na gut. So, wir können übrigens auch Waffen aufleveln. Je öfter wir Waffen benutzen in diesem Spiel, desto höher ist dann die Waffe. Und desto mehr Schaden richtet sie dann letzten Endes auch an. Ja, die beiden Viecher, die brauchen noch eine Weile, bis sie hochkommen. Ihr seht übrigens wieder die schönen Fässer, die wir da haben. Ja, hier seht ihr die Fässer und... die hier werden sich dann dahin bewegen und wir werden wieder die Fässer zum Einsatz bringen. Erstmal kümmern wir uns... nee, das wollte ich nicht. Und zwar nehmen wir die Axt. Glück! Oh! Glück ist auch so eine Sache. Glück ist immer, das ist so zufällig. Das kommt manchmal, dann hat die Person eine höhere Trefferchance. Also, dass der Schaden höher wird. Allerdings ist die Trefferquote, also die Treffsicherheit ist dann weniger. Wir sehen übrigens, der Flammenwerfer braucht Runden, um sich aufzuladen, nur mal so. Aber ich rede hier ziemlich viel alles durcheinander, weil alles irgendwie immer gleichzeitig passiert. Wir benutzen mal die einfache Pistole, okay, 23. Das Vieh wird in der nächsten Runde 15, nee, 10 verlieren, 15 hat es schon verloren an Schaden. Dann nur noch 5 und dann ist das Feuer aus. Jeder 10 hat es verloren durch das Feuer. Der kommt nach oben. Der auch. Sehr gut. 13, okay. Das heißt, wir müssen es
In der nächsten Runde würde es 5 verlieren. Das heißt, es wäre gut, wenn wir ihm jetzt 8 abziehen können irgendwie. Probieren wir nochmal mit unserer Pistole. Ja, 5. Ja. So, Treffsicherheit 95% hoch. 8. Ja. Müssen wir nochmal mit Ovic nachschießen, sozusagen. So, das reicht. Nächste Runde ist er fertig. So, was jetzt aber interessanter ist, ist die Konstellation hier unten. Ja, man muss auch immer, deswegen ist dieses Raster auch gut, weil man dann gucken kann, wenn das Fass hat ja nur ein Kästchen und man muss wirklich treffen. Wenn man jetzt zum Beispiel von der Seite hätte schräg abschießen wollen... Naja. Gut. Dann haben wir den Zug hiermit beendet. Das Vieh stirbt, wie geplant. Das Vieh kommt in der nächsten Runde noch hoch, weil es steht jetzt noch nicht direkt neben dem Fass. Es muss ein Kästchen neben dem Fass sein. Ich möchte das gerne mit dem Fass, mit Hilfe des Fasses fertig machen. Und deswegen warten wir einfach. Wir haben ja Zeit. Wir machen das langsam, aber gründlich, würde ich mal sagen. Wir müssen bloß immer aufpassen, dass unsere eigene Figur nicht daneben steht, so ganz doof, dann wäre das sehr schlecht. So, das kriegt nur eins mit der Schrotflinte. Die Schrotflinte ist eine sehr, sehr starke Waffe. Den bringen wir mal aus der Reichweite. Das müssten wir hinkriegen hier drüben. 17. Jawohl, schön. Gut, hier werden wir jetzt einmal getroffen, aber das macht nichts. Vielleicht kriegen wir einen Gegenangriff. Ne, kriegen wir nicht. Lauf doch nicht weg. Komm wieder her. Ja gut, machen wir es kurz. So. Und es gibt einen Levelaufstieg. Juhu! Genauigkeit auf 92%. Und wir haben es geschafft. Ja, das Spiel ist an sich sehr strategisch. Besonders, also die Kämpfe sind sehr strategisch. So, hier nehmen wir uns, öffnen wir mal die kleine Holzkiste. Ja, und können uns jetzt entscheiden, was wir hier nehmen. Also ich könnte hier markieren, ich nehme nur die Brechstange oder die Pistolenmunition oder die Nahrung. Ich nehme aber wieder alles und gebe einfach mal die Nahrung an den Ovic und die Pistolenmunition. Teile ich mal unter den beiden auf, weil Cole hat noch genug. Ja, man muss immer alles irgendwie so ein bisschen aufteilen und gucken, dass das alle gleich kriegen. Metallbehälter gefüllt mit Sauerstoff steht unter Druck. Okay. Mehr können wir hier auch anscheinend nicht tun. Also gehen wir einfach mal wieder zurück. Und schauen mal, was uns der Weg so bringt. Nicht schießen! Ich bin ein Mensch! Oh! Stehen bleiben! Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Ich heiße Wassili Dobrowski. Ich bin Veteran der russischen Armee. Aber ich bin in Polen geblieben, als die Truppen abgezogen wurden. Sind Sie Amerikaner? Nicht direkt. Ich bin Pole und habe für Russen nicht viel übrig. Wissen Sie, wir sind Teil der NATO-Streitkräfte. Mehr müssen Sie im Moment nicht wissen. Wie haben Sie es geschafft, hier zu überleben? Ehrlich gesagt, kann ich mir das selbst nicht erklären. Alles ging so schnell.
Ich habe zugesehen, wie sich meine Freunde und Nachbarn vor meinen Augen in Zirkusattraktionen verwandelt haben. Wollen Sie damit sagen, dass all diese Wesen einmal Menschen waren? Sie können Ihre Hände übrigens jetzt herunternehmen. Erzählen Sie bitte weiter. Diese Kreaturen, auch wenn ich einige von ihnen schon seit Jahrzehnten kenne, das sind keine Menschen mehr. Sie haben mich nicht mehr erkannt. Ich habe mich in meiner Wohnung verbarrikadiert, aber da haben sie mich schließlich auch gefunden. Ich konnte durch das Fenster sehen, wie sie kamen, um mich zu holen, aber dann hörte ich auf einmal Schreie und sie verschwanden. Ich sah nochmal durch das Fenster. Da waren zwei Männer, die kämpften mit... Womit? Es ist schwer zu sagen. Entweder hatten die beiden auch den Verstand verloren oder sie haben mit einem unsichtbaren Gegner gekämpft. An Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es sah aus, als kämpften die Männer nur gegen Luft. Dann wurde ihre Haut plötzlich grün. Sie fassten sich an die Kehle und rangen nach Luft. Sie fielen um und regten sich nicht mehr. Ich nehme an, sie waren sofort tot. Haben Sie die Uniformen getragen? Solche wie wir? Wie viele Männer haben Sie insgesamt gesehen? Ja, solche wie Sie. Es waren nur zwei. Ich glaube, die kamen aus der Kanalisation. Ich kann Ihnen den Weg dorthin zeigen. Wenn ich hier bleibe, werden mich die Monster früher oder später finden. Also kann ich Ihnen genauso gut helfen. Ich kenne mich hier ganz gut aus. Also gut. Denken Sie daran, dass Sie ruhig sind und uns nicht im Weg herumstehen. Sie könnten sonst leicht in unsere Schussbahn geraten. Sie sind sich absolut sicher, dass die beiden allein waren? Kein dritter Mann, keine Frau? Es ist für uns äußerst wichtig, dass wir sie finden. Todsicher. Nein. Nein, weder bei dieser Gelegenheit noch bei einer anderen habe ich diese Leute gesehen. Sie sind seit Tagen die ersten menschlichen Gestalten, die ich zu Gesicht bekomme. Und ich danke dem allmächtigen Schöpfer dafür, dass er sie zu mir geführt hat. Nun gut, verschwinden wir. Moment, ich habe noch etwas für Sie. Was denn? Eine Handgranate! Nein. Leichen gefunden habe. Ich dachte, er ist vielleicht wichtig und da habe ich ihn behalten. Sie haben die Leichen durchsucht? Nein. Mir ist nur bewusst geworden, dass ich ohne Essen nicht lange überleben würde. Und ich dachte, vielleicht finde ich ja etwas Essbares oder vielleicht ein Gewehr. Deshalb bin ich aus meinem Versteck gekommen. Aber bitte, hier ist der Zettel. Ich kann das nicht lesen. Es ist Russisch. Ovitch, vielleicht versuchen Sie es. Okay. Hier steht... Kosov weiß alles. Diese Leute sind ihm egal, aber mir nicht. Wenn ich die Matrix-Disks beschützen kann, könnte ich diesen Albtraum vielleicht rückgängig machen. Aber Kosov wird die Disks zerstören, wenn er sie findet. Er würde alles tun, um sein Geheimnis zu schützen. Ich habe die Disks versteckt. Eine im Hafen, eine in der Nähe der Monumente, zwei in der Stadtmitte. Heute Nacht werde ich versuchen, sie zusammenzusammeln und zum Labor zu bringen. Aber Kosov hat für heute Nachmittag ein Treffen mit mir verabredet. Ich habe Angst, dass es mein letztes wird. Keine Unterschrift. Ob das eine Finte ist? Man nehme vier Disks und ein Labor, dazu eine Prise Monstrositäten. Dieses Rezept gefällt mir nicht. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gebeten, Ovitch. Egal, welche Gründe dieser anonyme Schreiber auch hat, wir... Danke, Vasili. Sie wissen gar nicht, wie wertvoll diese Information noch sein kann. Okay, gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zwei Mitglieder von Group One sind vielleicht noch am Leben. Und wir schlittern gleich wieder in einen Kampf rein. Na, der bringt uns ja Glück, der Vasili Dombrowski. Oh nein! Verdammt! Heute ist wirklich nicht mein Glückstag, eh? Das erinnert mich an einen Hinterhalt im Kaschmir-Konflikt vor ein paar Jahren. Nur, dass die Inder weit hübschere Burschen waren als diese Gesellen hier. Und sie rochen auch besser. Haltet euch von diesen Fässern fern. Sieht nach Benzin aus. So. Da haben wir es doch auch schon wieder. Wir schicken den Herrn Sullivan mal da oben hin, weil der den Flammenwerfer hat für das Vieh.
Hier haben wir gerade 18 abgezogen. Der Vasili hat keine Waffen, er hat nur seine Fäuste. Und das ist immerhin, ne? Immerhin. So, hier hinten haben wir noch zwei solche netten Getierchen. 17, okay. Ja, den schicken wir mal ganz hinten hin. Okay, gut, ich muss immer ein bisschen dann gucken, dass die Gesundheit nicht zu sehr runtergeht. Glück. 20, oh, kann der Vasili hoch? Ja. So, der kloppelt den jetzt zu Tode hier. Sehr gut, das hätten wir hingekriegt. Ja, hier benutzen wir doch einfach den Flammenwerfer. Ja. Nicht alle Monster reagieren übrigens auf den Flammenwerfer. Es gibt auch welche, die haben Feuerschutz, tatsächlich. Und deshalb ist es gut, wenn man hier Strategien kennt und weiß, wie man die Viecher besiegt. Okay, ich sehe gerade, wir haben ein kleines Problemchen. Der kann uns treffen. Und der auch. Gut, wir stellen ihn mal so, dann sind wir zumindest den hier los. Aber dafür kriegt er von hinten noch eins mit der Schrotflinte. Ach, 4, das ist ärgerlich. Naja, was soll's. Ja, und dieses Vieh hat zwei Attacken drauf. Einmal diese Schießattacke. Ja, das passiert, dass das laggt. Das ist, habe ich ja schon mal erwähnt, das ist, ja, doof, aber es passiert. So, wir schicken die hier mal alle weg von dem Vieh da hinten. Na, hat der noch was? Mist. Gut, das erledigen wir ganz schnell. Oh. Na gut, so kann es auch gehen. Wenn es wichtig ist, dann passiert sowas. Ist aber nicht schlimm. Schauen wir mal, wie viel hat denn das Vieh noch? Okay, dann gehen wir mal hier hin. Schießen dem noch eins ins Fell. Ja, in der nächsten Runde ist er fertig. Und du triffst jetzt mal bitte, ja? Nee, bringt nichts. Ja, dann müssen wir ihn ein kleines bisschen locken. Wir stellen unsere Figuren einfach alle da oben hin. Jawohl. Nein! Ja, und genau das meinte ich mit, wenn man zu lange braucht. Toll. Und jetzt komme ich an das Fass nicht mehr ran. Ah, das ist ärgerlich. Ja, jetzt geht's los mit der Glückssträhne, ihr merkt das schon. Und nach dem Kampf hier muss ich auch mal die Folge beenden. Okay, 17. Nee. Nee. So, wir hoffen mal, dass das jetzt klappt. Ich schieße auf das Fass und wehe, du verfehlst. So, den hätten wir. Ovic heilt sich. Ja. Und Trontin kommt da auch weg. Ich habe die böse Vermutung, dass hier noch mehr Monster kommen, weil ich zu lange brauche. So. Ja. Flammenwerfer Marsch. Mit Glück. Und von der Seite, das ist nicht schlecht, 20.
Naja. Kriegt er noch einen Fernschuss? Ja, da die beiden sich dann nicht mehr bewegen können, jetzt kann ich hier nichts weiter tun, leider. So, wir hoffen einfach mal, dass jetzt keine weiteren Gegner noch kommen. Na toll. Oh, 6. Also jetzt muss ich ihn platt machen. Ja, und dann in der nächsten Runde ist er dann. So, Genauigkeit. 100%. Und das war's. Gut, das hätten wir geschafft. Können wir jetzt auch, weil wir jetzt mehr Personen sind, können wir auch gucken. Wasili Dubrovski hat auch einen umgebracht, wie schön. Und schließen. Und damit beende ich auch hier die Folge. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.